Auf geht's in die englische Woche. Wir haben noch das Budget, aber können uns nichts mehr leisten. Wir haben keine Gelder frei. Datenbank wurde wieder aktualisiert. Können wir mal kurz reingucken, wie es da aussieht? Ein paar nette dabei. Aber können wir uns eigentlich leisten. Hier ist der Scout kräftig am Gucken. Gern zweiten, aber können wir uns noch nicht leisten. Dem neuen Jugendspieler, der darf gleich mal in die Mannschaft. Nächste Woche geht los. Kim Falkenberg für 18.000. Ja, ich habe auch keinen Ersatz dafür. Nee, diese Saison verkaufe ich nichts. Hier am Mittwoch die Gespräche. Wir überhaupt sprechen können. Der Aspekt kann man trainieren, der hat gut trainiert. Gucken, was die hier unten sagen. Da kann man einmal loben. Training loben. Ja. Gut, dann geht's los mit dem Spiel. Mal kurz in die Mannschaft gucken. Bank ist besetzt. 20, aber eine höhere Form geht ja nicht. Hohnstedt geht richtig ab. Auch Reimring mit Form von 18. Das geht nicht viel besser. Mindestens ein Unentschieden. Ja, und die Spieler beider Mannschaften, das wissen wir ja aus den vergangenen Begegnungen, die wollen sich beweisen. Die wollen zeigen, dass sie gut in Form sind und wir können uns, glaube ich, auf eine packende Begegnung freuen. Auswärtsspiel in Köln. Über solch ein Zuspiel. Schön geklärt. Na doch nicht. Jetzt Konter. Reimring ist durch. Menga. Und da ist das Tor. Schön gemacht. Astreiner Konter. Für das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Mensch, was für ein Einstand für den neuen Mann. Menga beendet seine Torflaute. Heider macht gleich den zweiten hinterher. Da sieht die Abwehr von Köln nicht gut aus. Das ist doch perfekt gemacht. Den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Ja, das war schon fast die Vorentscheidung. Gelbe Karte. Kann man mal geben. Aber seitlich von reingesprungen. Hat keine Chance, den Ball richtig zu kriegen. Wieder von Tüting von hinten angegangen. Menga wäre durch gewesen. Das dürfte eigentlich rot geben. Wird aber wahrscheinlich gar nichts geben. Nur ein Freistoß. Der kam wenigstens mal aufs Tor, der Freistoß. Holt den Ball zurück. Pizzoni muss das außenweit. Ah, den hat er gut erobert. Hatte ich schon Bedenken.
Menga mit seinem zweiten. Schön gemacht. Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel drei Treffer... Ab hier erobert den Ball. Reimring ist durch. Menga. Heider. Oh, Heider lässt sich im Fuß weg... Im Fuß wegrätschen, den Ball wegrätschen. Oh, das Menge am Abseits. Oh, das kann man so sehen. Das oder? War nicht so leicht zu entscheiden. Ob das war kein Abseits. Reimering macht auch nochmal einen. 4-0. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Miserable Leistung des Torhüters ohne Wenn und Aber. Und der Trainer. Zur Ecke geklärt. Aber Gersbeck würde ich das auch tun. Da hätte ich als Innenverteidiger auch Angst. Das ist eine böse Situation. Jetzt einen Spezialisten im Team haben. Könnte das was werden? Hüting. Was machst du da? Den wechseln wir gleich mal aus. In den Kapitän. Ja. War zu erwarten. Na und hören Sie mal, was jetzt auf den Ring los ist. Ein wunderschöner Treffer. Ah, was für ein dreht er sich weg. Ja, der schiebt sonder. Das darf einfach nicht passieren. Klar überlegen, die haben eine Torchance und machen die rein. Groß muss nach vorn, oder? Kann Heider das spielen? So mache ich das. Heider endlich mal wieder in einem guten Spiel. In einer von den beiden links. Aber Rennecke kann beides. Den will ich nur aus der Snowfall einwechseln. Safran kann auch rechts. Geht Reimring nach links. Safran kommt rechts rein. Habe ich Arslan eingewechselt. Wollte ich eigentlich nicht tun. Heute gibt's nur den Sieg. Weiter geht's. Das war knapp. Da hätte der Torwart nichts mehr machen können. Ja, da wird auf. Was war ein brutales Foul? Weg sein? Wird nichts angezeigt, also keine Verletzung. Enger Stürmerfoul oder? Ich sehe es immer nicht. Was ist denn jetzt passiert? Ja, Menger Stürmerfoul. Ja, eingegrätscht. Glanzparade. Eieiei. Ich hoffe, dass Menga den direkt nimmt. Die Ecken sind großer Mist. Oh, das könnte Abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, Abseits. Ah, wäre eh daneben gegangen.
Mensch, Menga, mach die doch mal rein. Da wechseln wir nochmal eine Runde. Menga hat eh gelb. Und den letzten Wechsel mit Apia. Ich hab schon drei. Schade. Das war gefährlich, Apia. Einfach raushauen hinten nur noch. Das können wir jetzt nicht die ganze Zeit durchhalten. Jetzt können wir wieder einen Konter landen. Safran ist fit. Wenn sie den irgendwie anspielen können. Ja, Gersbeck wartet mir zu lang. Oh, Köln haut jetzt aber alles nach vorne. Ja, den kriegt auch Reimering nicht. Schlau gemacht, Außenverteidiger weggelockt. Hohnstedt macht mal wieder ein super Spiel. Bestätigt seine Topform. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hinein. Klares Abseits. Ja, korrekte Entscheidung. Und daraus könnte was werden. Und das sieht man in der Mannschaft. Stimmt's? Solche Pässe. Ach, Safran. Zu abgeben. Ja, lang ist nicht mehr zu spielen. Spannung ist natürlich raus. Und Apia kann nicht mehr. Habe ich immer zu früh gewechselt. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Ganz weiter Ball vom Keeper. Es gibt. Safran! Oh, Pfosten. Na, das war heute eine ganz klare Angelegenheit. 4:1 das Endresultat. Ja, bis auf den Freischuss hatten die nicht wirklich eine Torchance. Richtig. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann. Schön durch die Beine gespielt und dann rein. Waren schon wieder ein paar gute Tore dabei. Jetzt auf den zweiten vorgerückt. Ein Punkt hinter Erfurt. Haben jetzt auch die beste Offensive. Noch 8 und 5 vorne. Aber Spiel gegen Erfurt, das Top-Spiel. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an.